und es ist einfach herrlich. Es ist nicht zu warm. Ich glaube, es geht schon wieder los. Garmin Special Modus. Also ich habe hier bei mir die Navigation schon ausgeschaltet, weil meine macht mich schon wuschig, wo die her will. Der Klaus zahlt für alle vier. Habt ihr das gehört? Das ist super. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so ist, wenn ich Motorrad fahre. Und läuft super. Also. Kein Bike dabei, was schwächelt. Kein Fahrer dabei, der schwächelt. Wir lassen es schön gemütlich angehen. Kurze Pause. Oh Gott, das ist so unfassbar. Um eine Ecke und dann sieht das immer noch genial aus. Was hier an Motorrädern drauf und runter fährt, das ist schon heftig. Wer es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall hierher kommen und hier fahren. Es ist der Hammer.
Hier an der Kreuzung rechts. Habt ihr, ne? Das ist geil hier, du. Da kommt der Quickshifter dann noch wirklich mal zum Einsatz. Ach so. So, hier sind jetzt die Kreise auf der Straße. Dann hängt nämlich dein Kopf nicht vor dem Bus. Boah, scheiße. Passt auf wegen der Bitumenstreifen hier. Ich war immer auf einem drauf, war schön rutschig. Die Straße ist schon sehr geil. Hat sich aber bedankt. So, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Hier geht es 18% hoch. Wir sind am Wurzenpass angekommen und fahren da jetzt hoch. Und jetzt nehme ich euch einfach wieder mit. Hier stinken die Bremsen von entgegenkommenden Autos. Tja, das letzte Mal, dass ich hier hochgefahren bin, war mit meinen Eltern ins ehemalige Jugoslawien. Das war mit dem Ford Granada. Ich glaube, die Straße ist immer noch so wie früher. Nee, stimmt nicht. So, jetzt geht's richtig hoch. Man sieht es natürlich hier nicht, wie hoch das hoch geht, so wollte ich sagen. Aber das sind jetzt die 18% hier. Vielleicht halten wir mal bei dem Spot hier oben an. Wie sagt man dazu? Aussichtspunkt? Ja, da steht nämlich ein alter Panzer, wenn ich mich jetzt nicht ganz getäuscht habe. Im Moment erinnert mich das total an den Harz hier. Das war nett. Da ist der Panzer. Männer rechts raus. Wollt ihr da mal rüber? Wolltet ihr da mal rüber zu dem Panzer da? Das ist ja so ein Hotspot.
was ist jetzt die Passhöhe hier? Das war früher, war das eine mega Herausforderung mit den, ich sag mal, mit den alten Autos, sofort Granada und so eine Späße, da hochzufahren. Also ich kann mich erinnern, mein Vater, der hat Blut und Wasser geschwitzt. Rauf wie runter. Und unglaublich, ey. Welcher Panzer? Ja, die standen gegenüber. Die standen an dem Ding da. Sag mal immer, sehen meine Haare gut? Sind die Haare, sind meine Haare schön? Uwe, so, wo sind wir? Auf dem Wurzenpass. Oben. Dem Legendary One. Ja. Ich bin hier mit dem Ford Granada hochgefahren, wenn du es wissen willst. Ja, ich auch, aber hinten. Und der war so vollgepackt, so rappel vollgepackt, dass auf den 18% ich nur noch die Entscheidung treffen konnte, umdrehen, Rückwärtsgang. Mein Vater hat Slivovitz geschmuggelt aus Jugoslawien. Hier an der Grenze, da drüben, da wo das Grenzhäusel ist, ich sehe nichts, da haben wir dann gemerkt, dass eine der Flaschen aufgegangen war. Und wir Kinder, meine Schwester und ich saßen hinten drin und haben diese Dämpfe eingeatmet. War lustig. So, jetzt waren wir oben auf dem Wurzenpass und jetzt geht's gleich runter. Ist das der Hammer oder der Hammer? So, was darf man denn hier? 90. Jetzt sind wir in Slowenien und hier darf man 90 fahren auf der Bundesstraße. So, die nächsten 3 Kilometer werden schon mal interessant, weil kurvig. Es geht jetzt hier ordentlich runter, das heißt, da müsst ihr dann auf die Bremse aufpassen. Ich war ja ganz gespannt auf Slowenien, wie die Straßen hier sind. Ein Teil davon habe ich schon gesehen bei Videos der YouTube-Kollegen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Land und vielleicht auch eine Alternative oder sicher eine Alternative zu Österreich. Ein Loch. Oh, hier bricht so ein bisschen was ab vom Rand. Und jetzt kommen wir nach Kranjska Gora. Ist auch ein bekannter Weltcup-Skiort. Da drüben sind schon Lifte. Ich lasse die Jungs mal ein bisschen rankommen. Da ist das Schöne. Ja, ich glaube, das ist so eine der Skipisten. Das ist ein Ampelmännchen. Gleich geht's weiter. Ein Winkemann! Da steht ein Winkemann! Das ist der Mann, der die Baustelle regelt. Obgleich es eine Ampel gibt, gibt es trotzdem einen Winkemann. Ja, jetzt muss ich immer den Kopf einfach mal nach rechts drehen. Keine Angst, ich gucke auch weiter geradeaus. Auch wenn ich die Leute jetzt am Zebrastreifen mal schön übersehen habe. Ist doch der Hammer. So, Slowenien. Bis jetzt nett. Sieht cool aus. Auf 5 Kilometer kann man sich hier abpacken.
So, jetzt ist das passiert, was wir nicht machen wollten. Wir sind auf die Autobahn gefahren. Und erste Raststätte runter, Vignette kaufen. 7 Tage gültig. Wir fahren jetzt 30 Kilometer auf der Autobahn, weil wir jetzt auch eine Vignette haben. Die ist 7 Tage gültig und kostet pro Moped 7,50 Euro. Gut, ist so. Wir hätten auch wahrscheinlich die Landstraße nehmen können, hier so über die Dörfer zu fahren, aber letztlich haben wir es nicht gemacht. Übrigens, Tempo Max hier auf der Autobahn 110. Es ist mittlerweile 18 Uhr und 350 Kilometer waren es über den Tag, bis auf das Stück hier, alles Landstraße, und das war ein mega geiler Tag. Also Felbertauern, Wurzenpass zu fahren und noch einen Pass, weiß ich nicht, wie der heißt. Die Jungs waren völlig begeistert. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen soweit. Für uns war es super. Zum Glück war es auch noch nicht so heiß. Das wird sich aber in den nächsten Tagen wohl dann auch noch mal ändern. So. Jetzt haben wir noch 1000 Meter bis zum Ziel. Aber es sieht doch mal fantastisch aus hier. Mitten auf dem Dörpen. Die Lovka. Ich glaube, das ist hier. So, später mehr. Ich weiß nicht, ob es das oder das Haus ist. Keine Ahnung. Muss ich jetzt erstmal checken. Bis später. So, wir sind angekommen. Geht los? Ich habe auch eins. Was heißt das? Lasko. Irgendwas mit Hirsch. Ja. Die Hirsche. Hirsch. Und jetzt wird das eine Druckbetankung, duschen und dann in 20 Minuten geht das Auto ab zum Restaurant. Wollen wir jetzt machen noch ein Bild von uns drei hier? Prost, nein, das ist Video. Zack, zack, Rinnekorb. Hey, die ganze Story ist, wir sind hier angekommen. Restaurant im Umkreis, das nächste, 30 Minuten zu Fuß. Aber wir sind dann gefahren worden von der Tochter der Pensionswirtin. Wir sitzen jetzt hier in idyllischer Landschaft. Das ist echt ein Hammer. Und jetzt passt auf, was wir hier auf dem Teller haben. Das ist jetzt krass. Jetzt zeige ich das erst. Boah. Boah. Das muss jetzt alles rein, weil wir sind natürlich mächtig hungrig nach so einem Tag. Das ist zu scharf. Das ist zu scharf, die Soße? Boah. Also, guten Hunger. Ist das geil hier, du. Das ist so unfassbar. Dann hängt nämlich dein Kopf nicht vorm Bus. Boah, scheiße. Ein spezieller Spezialspezialist mit speziellen Spezialwerkzeugen. Ja, dann sind die Linien aber gelb und nicht lila. So, das ist ein Ampelmännchen. So, jetzt, welcher Panzer? So. Und die Pizza von Klaus, die essen wir jetzt erstmal auf. Ist der da? Jetzt kommt, damit fangen wir an. Wenn wir schon keine Suppe haben. Musst du sagen. Und dann ist der Tag für heute zu Ende. Ich mach die Scheiße jetzt einfach aus.